Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. So ja, wir sind hier in der Eisgegend, also und möchten Gegner klatschen. Hier sollten irgendwo noch Gegner sein. Ich glaube, irgendwas haben wir gepult. Kommt mir vor, aber ich sammle hier mal ein, ne? Gleitergeschoss. Oh, ach so, die Gleitersteuerdüse. Ich habe jetzt Gleitergeschoss gelesen. Gleitersteuerdüse, haben wir sie schon? Ja, super. Ja, das ist ja schön. So, wo ist jetzt der Gegner? Irgendwas hat hier so komisch geraunzt. Eine moderne Sonnenbrille haben wir auch noch bekommen. Das ist ja alles wunderbar. Hurra, hurra. Ich würde sagen, machen wir doch die Gegend hier noch ein bisschen weiter, oder? Ich glaube, wir dürfen uns wieder heilen. Das geht so nicht. Weil mir das Mana fehlt. Prost. So. Passt, das ist mir schon mal rechts. Ich wollte hier weitermachen. Ich möchte hier weitermachen. Weil... ich finde, das passt recht gut. Es sind ja noch einige Commander ausständig, die es zu besiegen gilt. Aha, da drüben ist sicher schon wieder ein ungutes Viech. Also ich würde sagen, wir speichern das Ganze. Zack, zack, zack. Und ich wollte noch anmerken, ein Wunder ist geschehen. Der vorige Part hat gezählt. Ich darf den weiterverarbeiten, also rendern. Also wunderbar. So. Eine Sorge weniger. So, du Phantom, glaube ich, raus. Du bist schon wieder. Keine Munition mehr. Achtung! Das ist natürlich nicht gut. Aber mit ein bisschen Glück macht das jetzt Kaya, bis der da ist. Ansonsten kriegt er noch eine auf die Mütze. Okay, so viel Damage hat er gar nicht kassiert. Aber dafür ist jetzt hin. Ein Phantömchen. Super. So. Gut. Da vorne haben wir wieder so ein Ekelviech. Meine Güte. Kann schon wieder was trinken, ne? Einmal heilen. Das müsste drinnen sein. Und dann wieder ballern. Oh, das kann man auch super abheizen. Keine Munition. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Den haben wir schon mal erledigt. Das ist sehr gut. So, lauter Häscher. Die machen wir natürlich alle platt. So. Der ist auch erledigt. Der ist auch erledigt. So. Hier, Dachs. Okay, keine Ahnung. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Hier, Dachs. Keine Ahnung. Ob Freund oder... also Feind auf jeden Fall. Keine Ahnung, wer dieser Kirdachs war. Ich hoffe, das wäre kein Questgeber gewesen. Oder Questziel, besser gesagt. Mein totes, ein totes Questziel, gutes Questziel, aber... ich meine jetzt in Form von quatschen müssen und so weiter, ne? Das wäre ungut gewesen. Da haben wir eine Kiste. Eine Truhe. Nicht während dem Angriff. Ja, wer will denn was von mir? Schlechter Zeitpunkt. Ich bin nix da. Lasset mich in Frieden. Ah! Ich verstecke mich mal ein bisschen. So. Der ist schon mal fertig. Oh. Ein Hühner. Der ist auch fertig. Ja, komm her, du Schirchsviech. Ein Schleim-Dingsbums. Ein toter Schleim-Dingsbums. So. Passt.
Noch mehr oder habe ich jetzt endlich mal Ruhe? Ich habe, glaube ich, mal Ruhe. Gott sei Dank. Dann machen wir das mal auf. So. Okay, das hat nicht funktioniert. Das war wohl nichts. Ja, ist recht. Aber jetzt haben wir es. Tada! Zu einfach. Naja, das finde ich nicht. Ein Dietrich ist dabei draufgegangen. Amulett des Berserkers haben wir da schon. Ich glaube, ne? Kleiner Heiltrank und Elixite. Wir nehmen natürlich alles mit. Dann hier ein schönes Heilepflänzchen. Puh. Da vorne gibt es schon die nächsten Gegner. Da gerade hinten steht jemand. Ich glaube, da sehe ich einen Metallschrott. Ja. Noch mehr. Elektroschrott. Muss man kurz ein bisschen mal dumm klopfen, ist. Puh. Ah, da drüben knurrt er. Zack. Ein Rottmolch. Wie schön. Passt. Schwefelbröckelchen. Von dem kriegen wir auch ein paar Sachen. Dann haben wir hier Mana. Oh. Kleines Heiltrankerl. Guter Becher. Einen Tresor. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ring des Schutzes. Ob der bei mir was hilft, ist die Frage. Zigaretten, Drohnenkontrolle. Guter Becher, Elex. Heiltrankerl. Ein schönes Bild. Nichts Besonderes. Ein Trockenfleisch. Guter Becher. Trockenfleisch. Noch mehr Trockenfleisch. Gute Gabel. Na, was knurst denn? Hört sich ja schon an wie mein Magen. Ei, wo ist er denn? Da ist ein Wühler. Ein toter Wühler ist ein guter Wühler. So. Dann war, glaube ich, hier noch was. Vielleicht. Ich versuche mich mal kurz zu ducken. Wie war das schnell mit ducken? Ach so. Na, komme ich auch mit ducken nicht durch. Ah, hier haben wir was. Schade, das hätte ich jetzt voll übersehen. Schü. Da wäre auch was. Super. Da muss man wohl anders rein. Hier zum Beispiel. Kann man hier durch? Ja. Bist du ein Spind zum Öffnen? Nein. Aber hier haben wir was. Ich sehe es. Achso, das ist nur Deko. Bolzen. Da kann man nicht weiter. Nicht gut. Gar nicht gut. Was denn? Eine einsame Kerze. Ich glaube, das wär's, ne? Passt. Dann hätten wir das Haus hier schon mal. Ich wollte nur kurz hier rauf. So, ja. Manchmal ist nämlich hier oben auch noch was. Aber in dem Fall schaut es nicht so aus. Okay, dann können wir weiterziehen. Ich werde mich... Boah, was man da Mana braucht, ne? So ein Mana-Rack wäre was Tolles. So. Wo geht's da jetzt weiter? Wir müssten eigentlich zurück die Düse. Die Düse abgeben. Haben wir vielleicht eine Quest? Tod eines Genies? Nein. Lohn der Arbeit? Nein. Eiswüste, das passt. Durch die Eiswüste, das will ich haben. Hier sieht man eigentlich, wo die Commander sind. Oh,
Da sind wir beiden vorbei. Einer ist vor uns, den machen wir zuerst. Der ist da irgendwo. Glaube ich. Den können wir ruhig zuerst machen. Oh, ruck. Ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, der ist hier drüben. I'm verwirring. So. Meine Nase juckt. So. Ich glaube, da muss hier irgendwas sein. Oder bin ich jetzt schon wieder... Ah, da vorne ist irgendwas. Aha. Schon wieder so ein Phantom, glaube ich. Phantömchen! Achtung! Der ist, bin feuerfest. Au! Schatz, du kannst da ruhig. Oder so. Puh. Passt. Ui, eine Astel. In dem Raum, in dem Gebäude waren wir auch nicht drin. Ja, ja. Knurren tut auf alle Fälle schon wieder was. Ich bin aber nicht eigentlich genesen für sowas. So, futtern wir mal was da. Müssen wir halt mal reinschauen hier, ne? Okay, da kommt einiges jetzt. Ne? Na, du grausliches Viech. Alter, mir geht schon wieder was an. Ja, der ist einmal fertig. Aha, da kommen sie schon. Zack, zack. Alter. Okay, das ging gut. So. Ui, da kommt der nächste. Alter. Der ist auch eingegangen. Super. Jetzt wäre wieder Ruhe. Das heißt, wir speichern jetzt mal sicherheitshalber. So und so. Sehr, sehr gut. La da 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 da. Elektroschrott. Hallo, ist noch jemand zu Hause? Zigaretten, noch mehr Zigaretten. Guter Becher, kleines Heiltrankerl. Guter Becher, ein Haufen. Kartenstück. Super. Das ist schön. Dann haben wir hier einen Hammer und einen Haufen Trockenfleisch. Da ist sonst nichts mehr. Zigarettenstange. Energiespeicher. Goldbrocken. Guter Becher. Ein Bett zum Schlafen, das werden wir uns merken. Zigarette. Fort. Was? Forschungsschrift. Okay. Ja, könnte man eigentlich. Warte, ich gehe noch schnell hier die Runde fertig. Oh, gruselig. Ja. Da stinkt es eher, als wie was gruselig wäre. Ja. Gut, also. Dann schauen wir mal. Forschungsschrift hieß das, ne? Also. Oder was ist ein Fortschrittsbericht? Fortschrittsbericht, oder? Aber wenn, dann hätten wir den schon. Ah doch, tatsächlich Forschungsschrift. Passt schon. Durchbruch. Das Gebiet der Elex-Forschung ist groß. Es gab schon viele Versuche, Elex-Mutanten für uns nutzbar zu machen. Sie sind relativ dumm, aber aggressiv.
Deshalb erfordert es einige Modifizierungen, um Mutanten zu kontrollieren. Aber sie mit Maschinen zu verbessern, ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, um sie zu perfekten Kampfmaschinen zu machen. Sie besitzen Instinkte und das, was sie am meisten wollen, ist Elex. Ich sehe eine Zukunft, in der sie uns neben unserer Technik helfen werden, Elex-Vorkommen aufzuspüren. Wie so ein Trüffelschwein, ne? Ganz nett. Gleichzeitig will ich sie über ihre Abhängigkeit kontrollieren. Roboter haben ihre Schwächen. Sie können manipuliert werden, egal wie gut überlegt ihr System ist. Sie sind nicht absolut zuverlässig. Ich werde mit meinen Forschungen beweisen, dass Mutanten durch synthetische Manipulation zu vertrauenswürdigen Kampfmaschinen gemacht werden können, die ihrem Herrn bedingungslos gehorchen. Ja, danke, das war ein wichtiger Fortschritt für uns. So kriegen wir haufenweise Erfahrungspunkte, indem wir sie besiegen müssen. So. Großer Heiletrank. Da hat er jetzt runter. Ich wollte sagen, da warten wir noch, aber es gibt eh keinen anderen Weg. Also, gehen wir halt runter, ne? So. Girdax-Forschungsnotizen. Alles klar. Dann gucken wir mal. Also, Girdax. Das ist weiter unten. Da. Girdax-Forschungsnotizen 1. Erster Versuch. Erstes Versuchsobjekt. Beginn von der absoluten Grundlage. Mensch. Kein starker Wille. Gute körperliche Verfassung. Genaue Dosen Elex verabreicht. Nach einigen Wochen vollständige Mutation. Grundsätzliche maschinelle Modifikation vorgenommen. In wenigen Wochen kann ich mit diesem Versuchsobjekt beginnen. Ja, das freut uns. Das freut uns. Herzlichen Glückwunsch. So, ein Foto. Entwickler. Eine Titerich. Elektroschrott, ein Haufen. Goldbrocken, ein Haufen ist falsch. Aber Goldbrocken, ich dachte, das wäre nämlich auch noch einer gewesen. Ein Zepter. Mhm. Tresor verschlossen. Werden wir sehen, wie lange der verschlossen ist. Ich darf nicht hacken. Das war nichts. Warum darf ich die nicht... Aha, okay, da habe ich, glaube ich, einen Bug oder so. Das war nichts. Ich muss vielleicht einen Schritt zurückgehen, vielleicht geht es dann besser. Ja, so. Also. Fangen wir damit oben an. Schau, fast richtig. 8, 7... Geht nicht, okay. Dann ist 8 einmal falsch. Vielleicht kommt hier eine 5 hin, da eine 7, da eine 8. Geht doch. Schau, tatsächlich richtig. Wasserflasche und Krug. Nehmen wir alles mit. So. Das hätten wir dann hier auch schon. Oh, es geht noch tiefer runter. Elektroschrott. Hm. Ach du Heilige! Girdax Forschungsnotiz Nummer 4. Nummer 2 und 3 wäre noch super. Guter Becher. Forschungsnotiz 3. Das Elix nehmen wir. Jo. Mana. Also, das ist ja. Sehr super alles. Kleines Heiltrankerl. Da haben scheinbar die Versuchsobjekte gehaust. Keine Ahnung. Oder der Hund. Ich weiß nicht. Heiltrankerl. Forschungsnotiz 2. Jetzt hätten wir sie. 2, 3 und 4. Gut. Dann würde ich sagen, kleines Lesestündchen wieder mal. So, Nummer 2. Girdax Forschungsnotizen 2. Versuchsobjekt bereit zum Testen. Also Entschuldigung, Fortschritt als Überschrift. Ne? Versuchsobjekt bereit zum Testen. Heute Maschine angesetzt.
so viel Elex entzogen. Das Versuchsobjekt noch lebt. Einfaches Konditionierungstraining. So, jetzt habe ich es. Mit Elix-Belohnung begonnen. Wie so ein Hund. Versuchsobjekt spricht sehr gut drauf an. Regelmäßiger Elix-Entzug macht Abhängigkeit stärker. Mehr Versuchsobjekte in Vorbereitung. Dann die Nummer 3. Elix-Suche. Versuchsobjekt 7 tot. Maschineller Elix-Entzug hat den Körper irreparabel beschädigt. Versuchsobjekt 8 für neue Testreihe. Konditionierung auf Elix erweitert. Lasse Versuchsobjekt nach einfach verstecktem Elix suchen. Achso ja, wie das Trüffelschwein. 63% Erfolgsquote. Verstärkung der Sinne durch Maschinenteile. Wie so ein Trüffelschwein. Echt unglaublich. Also Rückschlag. Gyrataxforschung Nummer 4 beginnt mit dem Titel Rückschlag. Kompletter Rückschlag. Alle neuen Mutanten sind verändert. Gratuliere. Führe weitere Tests an ihnen durch. Bis jetzt nicht herausgefunden, woran sie starben. Einfach keinen Bock mehr gehabt wahrscheinlich. Vermute, dass maschinelle Verbesserungen zu weit ins Nervensystem eingriffen. Beginne neue Forschungsreihe. Fordere neue Versuchsobjekte an. Ja, wie so ein Trüffelschwein. Das kann man gar nicht anders bezeichnen. Ich glaube, wir hauen hier ab. Ist, glaube ich, gesünder für uns. So. Dann riecht er sie nicht mehr so vermodert. Was wir hier? Kleines Mana-Trank hat. Das brauchen wir immer. Hier waren wir drinnen. Ja, ja. Hier mussten wir ruf. Hier ging es weiter. Hier waren wir auch schon. Waren wir hier auch schon? Ah, hier geht's raus. Ja, passt. So, müsste passen. Hier haben wir ein Zelt mit nix. Oh doch, Elektroschrott. Elektroschrott und was zum Sitzen. Ja, brauchen wir nicht dabei. Dabei sind wir noch gut zu Fuß. Gefährliche Gegend. Ja, das kann man laut sagen, Süße. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal speichern gepflegt. Ja, bitte. So, ich setze mich mal gerade hin. So, Schluss mit Lümmeln. Ja, wo ist denn jetzt unser Patient? Wie es ausschaut, hinter uns, gell? Der da? Bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall hier wäre einer. Ich sollte mich vielleicht... Ich meine, wir sind fast da. Da ist eine Schlucht. Müsste es der da sein? Der müsste sein. Da drüben irgendwo. Ui. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht pullen. Ich glaube, wir werden den pullen. Achtung! Hui! Okay. Das ist jetzt doch ein bisschen viel. Au. Du Gratler. Was, der ist erledigt? Mal weg ein Stück. Au. Einmal schnell weg. Ui. Das war jetzt halt doch heftig. Ups. Das habe ich jetzt so eigentlich nicht kommen sehen. Ich dachte, das geht sie locker aus. Nein, geht sich nicht. Okay. Das heißt, wir müssen das ein bisschen feinfühliger machen. Hier drüben musste ich hin, genau. Kurze Orientierungsprobleme.
So. Das heißt, den Fritzen am besten hier rufpullen. Ich dachte, den hätte ich schon mal besiegt. Habe ich mich wahrscheinlich grob getäuscht. Treffe ich denn von hier? Achtung! Keine Munition mehr. Aha. Einmal schnell trinken. Okay, der brennt irgendwie nicht wirklich, ne? Na doch, er brennt schon. Ich hoffe, meine Frau ist auch so nett und hilft da mal. Oh. Abheben. Wow. Das war knapp. In Sicherheit bringen. Jetzt kann die Frau, das, also unsere Kaya kann das super. Ist er hin? Yes! Es ist irgendwie alles hin. Das ist super. So, Eisschnäbelchen, noch eins. Und den Eisgiganten. Ich glaube, irgendwann müsste noch ein Eisschnäbelchen sein. Oder auch nicht. Egal. Passt, den hätten wir. Da vorne wären noch ein paar Viecher. Die können wir auch umklatschen. So, der Part ist auch gleich wieder vorbei. Die Zeit vergeht viel zu schnell. So. Und zack. So. Und der nächste. Und weg ist er. Sehr fein. Ein bisschen Elixit. Aha, da vorne sind schon die nächsten. Oi. Da sind etliche Haubentaucher. Mhm. So. Gut. Würde ich sagen, mal speichern. Ich hoffe, dass wir das auch überleben. Ich glaube, den hatte ich im vorigen Part besiegt, diesen Eisfritzen. Also, den vorigen Part, den ich nochmal machen musste, ne? Ich glaube, ich hatte auch die hier alle besiegt. Au. Puh, das hat jetzt wehgetan. Das hat jetzt grob wehgetan, muss ich schon sagen. Wow. So, einmal gepflegt heilen. Und dann schauen. Jawohl. Na nü. Ich glaube, da sollte ich Frauchen helfen. Passt. Oh, Entschuldigung, danke, dass Kaya. Du da warst. Das hätte schief gehen können. Ja. Gott sei Dank bist du da gewesen. Dann wäre es schief gegangen sonst. Ach je. Da habe ich eine Heilpflanze übersehen. Heilkraut, besser gesagt. So. Dab, 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 dab. Dann gehen wir mal fein säuberlich looten. Sehr gut, sehr gut. Elex, Eisenerz. Wolfskräutchen. Fein, das wäre speicherungswürdig. Ich habe das Gefühl, dass wir bald wieder mal ein Level abkriegen werden. Ich schau mal nach. Weil der Part ist eigentlich eh schon zu Ende.
Bara. Oh, wann hatten wir den Level up? Nachträglich, wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, das dauert jetzt aber noch ein bisschen. Ich sehe da hinten irgendwas. Ich schau mal, was da hinten lebt. Oh. Ist das Giftkraut tatsächlich? Oh, hallo. Ich wollte nur schauen, was da hinten ist. Das könnte nämlich eine Elixader sein. Die möchte ich noch gern abbauen. Ja, das ist eine Elixader. Die bauen wir noch schnell ab. Und dann ist, ich glaube, Elix, ne? Ja, falsch. Und dann, ja, 20 Stück. Wow. Und dann würde ich sagen, glaube ich, können wir getrost den Part beenden. Und im nächsten versuchen wir die restlichen Commander. Einen nach dem anderen auszurotten, aber es wird wahrscheinlich länger dauern als gedacht, weil im Haufen weiße Gegner zwischen dem einen oder anderen Commander sein wird. Naja, egal, wir werden schon sehen. Auf jeden Fall machen wir sie jetzt da platt und wenn es noch 20 Parts dauert, na Spaß, so lange wird es hoffentlich nicht dauern. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!